Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde Israels. Aus Anlass des 75-jährigen Geburtstags Israels möchte ich Ihnen heute meine Gedanken zu diesem Jahrestag vorlesen. Im Mai 2008, zu Israels 60. Geburtstag, saßen wir zusammen mit den Kibbutzniks Hanna und Sef in ihrem gemütlichen Zimmer, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer in einem Raum, in ihrem kleinen Häuschen und ließen uns von dem begnadeten Erzähler Sef die Staatsgründung schildern. Wir, das waren Barry und Nelly, ein englisch-amerikanisches Ehepaar mit Söhnchen Daniel, meine Frau Goody und unser Sohn Eike mit mir. Es war eine fröhliche, aufklärerische Runde, wobei der mit Berliner Schnauze redende Sef es genoss, unserem englischen Freund nahezu piesackend beizubringen, welch unrühmliche Rolle die Briten bei der Staatswerdung Israels spielten. Barry bemerkte, er hätte gelernt, dass die Engländer den Juden das Land geschenkt hätten und wurde von Sefs Reaktion überrascht, dass seine und Hannas Eltern vielleicht hätten gerettet werden können, wenn die Briten ab 1940 die jüdische Einwanderung nicht massiv eingeschränkt hätten. Das Weißbuch der britischen Regierung und die daraus erwachsenen Konsequenzen waren Barry unbekannt. Die Wut der Juden Palästinas vermittelte ihm Sef in sarkastischen Schilderungen. Als Sef ihm auch noch sagte, dass er dann im Mai 1948, direkt nach dem Abzug der Engländer und dem Ausrufen des Staates durch Ben-Gurion, den Kibbutz verteidigen musste, weil eine Gruppe der sogenannten arabischen Befreiungsarmee den Kibbutz und seine zwei Nachbar-Kibbutzim mit Waffen, die die Briten zurückgelassen hatten, angriff und er dabei in den Rücken geschossen wurde und fast gestorben wäre, stammelte Barry nur noch: Es tut mir leid. Doch Sef nahm dieser Szene die Betroffenheit, als er schilderte, wie sehr er schon in Berlin die Engländer geliebt hatte. Denn sein Vater hatte ihm eine englische Hauslehrerin mit typisch britischem Humor besorgt. Sein wunderbares Englisch hatte er durch sie gelernt, nicht durch die Nazi-Lehrer am Gymnasium in Berlin. Ja, Sef und Hanna haben das Werden des Staates miterlebt und gestaltet und waren stolze Pioniere und sehr stolze Kibbutzniks. Sie hatten auch die Vernichtung des deutschen Judentums erlebt, durchlitten und betrauert. Diese alten Freunde will ich heute zum 75. Geburtstag Israels gedenken. Es sind nur zwei von ganz vielen, die wir nicht vergessen dürfen. Israel selber muss dieser Menschen heute gedenken. Hoffentlich wird es geschehen, denn das Land durchlebt eine politisch-moralische Krise. Das soll jedoch nicht hier das Thema sein. Am 29.11.1947 saßen Sef und Hanna mit ihren etwa 150 Chaverim des Kibbutz im Hadar Ochel, also dem Speisesaal und Versammlungsraum. Alle standen unter Hochspannung. Das Radio mit Lautsprecheranlage sendete live die Abstimmung zum Teilungsplan des britischen Mandatsgebiets in der UNO-Generalversammlung. Still zählten alle so lange mit, bis die Mehrheit klar wurde. Als der Sprecher der UN-Generalversammlung rief: Yugoslavia, abstain. Der Rest ging in einem ungeheuren Schrei der Erlösung unter. Das Schreien, Jubeln, Umarmen, Küssen und Toben war wie eine einzige Explosion, so erzählte es Sef. Und an diesem Yom HaAtzmaut 2008, am 60. Geburtstag Israels. Die abschließenden Worte des UN-Sprechers: The resolution of the Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions, haben die Kibbutzniks wegen des Freudentaumels erst später vernommen. Fast genau 7 Jahre vor dieser Abstimmung, am 25.11.1940, kamen Sef und Hanna in Eretz Israel an Land, nach einer unglaublich abenteuerlichen Fluchtgeschichte aus Nazi-Deutschland. Beide hatten im Sommer 1940, als sie 17 und er 18 Jahre alt waren, gerade ihre landwirtschaftliche Ausbildung zum Leben in Palästina in einem Hachschara-Kibbutz nahe Berlin hinter sich gebracht. Die Flucht. Mit Erlaubnis Eichmanns, ein Handel, Juden gegen Lastwagen, warteten im September 1940 drei alte Donauschiffe im rumänischen Hafen Tulcea
auf die etwa 3600 jüdischen Flüchtlinge aus Wien, Danzig und Prag und einige aus Deutschland. Dabei waren Sepp und Hanna, damals noch mit den Namen Wolfgang und Hannelore. Nach wochenlanger Fahrt erreichten die drei völlig überladenen Schiffe im November die Küste vor Haifa. Die Briten ließen die Flüchtlinge nicht an Land und ordneten an, dass alle nach Mauritius verschifft werden sollten. Diese Fahrt war auf der Patria geplant, einem alten Passagierschiff mit der Zulassung für weniger als 1000 Passagiere. Sie lag im Hafen von Haifa bereit. Die Haganah wollte diese Zwangsverschickung verhindern. Denn damals wurde jeder Einwanderer in Eretz Israel gebraucht. Daher wurde geplant, dass das Schiff im Hafen von Haifa eine Havarie erleiden sollte, um ihm die Seetüchtigkeit zu nehmen. Die mit Kohle heimlich ins Schiff geschmuggelte Sprengladung war zu groß. Am 25.11.1940 riss eine Explosion ein 6 Quadratmeter großes Loch in den Rumpf unter der Wasserlinie. Die Patria kippte minutenschnell auf die Seite und lag auf dem Grund des Hafens. Sepp und Hanna sprangen ins Wasser und schwammen an Land und wurden festgenommen. 267 jüdische Flüchtlinge, gerade den Nazimördern entkommen, starben. Alle Flüchtlinge wurden in das Detention Camp der Briten in Atlit eingesperrt und nach einem Jahr freigelassen. Hanna erinnert sich an die herrliche Zeit. Wir waren jung, wir waren in Eretz Israel, wir lernten Hebräisch, wir bereiteten uns auf die Zeit vor, in der wir auch mit Waffen für einen eigenen Staat kämpfen durften. Sepp und Hanna blieben zusammen. Sie verliebten sich, heirateten, wurden mit vielen anderen Patria-Opfern Mitglieder des 1936 gegründeten Kibbutz Kfar Maccabi bei Haifa und brachten ihn zur Blüte und dort auch ihre Kinder zur Welt. Wie gerne wären sie mit ihren Eltern hier gewesen. Jedoch wurde Hannas Vater auf der Flucht in Belgien gefasst und in Riga erschossen. Ihre Mutter erst in Nordhausen inhaftiert und dann, wie auch Sepps Eltern und sein jüngerer Bruder, in Auschwitz-Birkenau vergast und verbrannt. Sepps Eltern wollten eigentlich früh aus Berlin weg. Sein Vater schickte die Mutter schon 1935 nach Palästina, um sich umzusehen. Sie kam als wohl situierte Ehefrau eines erfolgreichen Geschäftsmanns mit den armseligen Umständen, dem Klima und den arabisch-jüdischen Unruhen nicht zurecht und riet nach der Rückkehr ihrem Mann, in Berlin zu bleiben und abzuwarten. Sepp wurde zur Sicherheit in den Hachschara-Kibbutz geschickt. Das war fast das typisch jüdische Schicksal in der grausamen Nazizeit. Sepp, der Berlin liebte, und Hanna, als Tochter der einzigen Juden in Bad Lauterberg, hatten nur noch sich selber und den Kibbutz, in dem sie bis zum Lebensende blieben. Sepp starb mit 90 Jahren, Hanna wurde 93 Jahre alt. Durch solche Menschen ist der Staat entstanden, ist aufgeblüht und selbstbewusst geworden, kann sich verteidigen und weiterleben. Ihrer sollten wir gedenken, wenn wir jetzt im Jahr 2023 Israels 75. Geburtstag feiern. Vielen Dank.